Jo Leute, was geht und willkommen zu einer weiteren Reaction auf diesem Kanal. Mit dabei ist JokerTV und heute, sorry, reagieren wir auf Tourette mit Cannabis und CBD von Gewitter im Kopf. Oh, jetzt wird gesmoked, Alter. Grüner Samt, Junge. Ja, jetzt wird erstmal Energy getrunken. Erstmal, oder schon halb leer, ich muss mir mal kurz einen neuen holen. Der ist schon wieder mehr als halb leer. Sorry, Jungs, bin gleich wieder da. Ich schon, let's go. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ey, da ist. Ey, Tim trägt den Hoodie, den ich von Gewitter im Kopf bestellt habe. Du bist heute besonders hässlich genau. In Orange. Genau, und den trage ich dann immer, wenn ich mit meinem Musiklehrer Musik habe. Dann zeige ich da so drauf. Oh, das ist aber schon Dings, ne? Also da musst du schon aufpassen. Ne? Dass ihr das nicht auf den falschen Fuß bekommt. Das muss man jetzt schon aufpassen. Ja, ich mach's unauffällig, Dinger. Auf uns. Wir machen heute nochmal ein Infovideo, beziehungsweise auch gleichzeitig eine Storytime. Und zwar geht es hierbei um die Behandlung von Tourette mit THC und oder CBD. Also sprich zum Beispiel Sachen Gras enthalten, beziehungsweise Cannabis. Die Frage wird ja immer noch sehr, sehr häufig gestellt. Ich selber habe als Medikament auch schon Erfahrungen damit gemacht. Das hilft ja einigen, muss man dazu schon mal vorweg sagen. Genau, den allermeisten Tourette-Patienten hilft es tatsächlich, wenn sie Medikamente, die auf THC basieren, bekommen. Weil aber Jan nicht. Dass sich ihre Ticks verringern, beziehungsweise noch kaum vorhanden sind, in manchen Fällen sogar. Ich habe ja schon sagen. Persönlich Tourette-Patienten und... Hat er schon mal erwähnt. Ja, halt wirklich wortwörtlich Joints haben... Ja, das schon mal. Aber er wird es ja jetzt nochmal genauer erklären, ne? Ausführlicher erklären. Ich will ja jetzt so ein Video machen. Ja. Das gibt eine Anzeige. Anscheinend haben sie zurzeit keine Videoideen, also machen sie ganz viele Storys über sein Leben. Ja. Ne? Ja. Ist ja nicht schlimm, ich meine ja bloß. Weil das nächste ja auch bloß so eine Storytime ist. War es bloß eine Feststellung. Was willst du denn auch bei Corona machen, großartig? Die können ja nirgends hin, so richtig. Ich sag ja auch nichts, das war bloß eine. Es war ja bloß eine Feststellung. Ne? Haben, auch als ein Rezept verschrieben, bekommen haben, das kiffen sie dann, also sie rauchen das. Da kenne ich zum Beispiel auch ein Beispiel bei einer Person, die nur unter dem Einfluss von THC Auto fahren darf, aufgrund der Stärke ihrer Ticks. Das ist ja normalerweise berechtigterweise, dass sie nicht Auto fahren dürfen, wenn... Das klingt halt so paradox. Jo, wenn er einen durchgezogen hat, da war Auto. Nur das wenn er ist... drauf ist, darf er Auto fahren. Das klingt halt so paradox, ne? Ja, ist aber nicht die Droge, es ist, ne? Doch, jetzt zieht dann einen Joint durch. Ja, ist doch ein medizinisches. Ja, aber es ist ja im Endeffekt nicht viel anderes. Ja, gut. Es ist dann bloß besser kontrolliert und so, aber im Endeffekt zieht er einen Joint durch und dann darf er Auto fahren. Dadurch schädigt er den Körper ja auch nochmal. Ja, jein. Weiß ich nicht. Muss ich nicht verstehen. Ich stelle mir das bloß gerade so vor, kriegst du so eine Auflage und dann bist du so in der Fahrschule und warten Sie mal kurz, ich muss noch kurz einen durchziehen. Und dann stehst du da mit einem Joint im Maul, bevor du in den Fahrunterricht beginnen darfst oder so. Ne? Alter. Und dann stell dir mal vor, der Fahrschullehrer weiß davon und fragt dich so vor der Fahrstunde, hast du noch mal schön einen durchgezogen, damit du fahren darfst? Ja, natürlich, in so einem Fall muss doch so, du darfst denn ja auch bloß den Führerschein wahrscheinlich erlangen. In dem Fall muss das ja abgesprochen sein. Ja. Dann war auch der Ball, das ist ja der in dem Fall so, dass er dann wahrscheinlich das so geregelt ist, dass seine Ticks so stark sind, sonst vielleicht auch im Tick so einfach das Lenkrad wegziehen würde oder so, ne? Darum geht es dann ja wahrscheinlich, ne? Also ja auch zur Sicherheit des Fahrlehrers. Muss ja doch dann Bescheid wissen, ne? Ja. Der mir dann so als Bild so vor. Jo, ich muss nochmal kurz einen durchziehen. Er steht da mit dem Joint, der Fahrlehrer steht da ganz entspannt, bereitet schon alles vor. Und dann laufen da Leute vorbei oder so. Die gucken jetzt mal doof, was macht ihr da? Ne? Das habe ich mir gerade witzig vorgestellt. Wenn sie Substanzen konsumiert haben, wie zum Beispiel Cannabis,
In diesem Fall ist es etwas anders. Und der Christian hat das doch auch, oder? Mit dem wir schon mal das Tourette-Interview gemacht haben. Genau, Christian Hempel, den Link zu dem Video, das Tourette-Interview sozusagen mit Christian Hempel, der ebenfalls Tourette-Syndrom hat, in einer ähnlichen Ausprägung wie ich. Das haben wir auch hier unten nochmal verlinkt. Heute erzählen wir euch mal ein bisschen, wie das so bei mir ist. Die Behandlung mit CBD oder THC. Oder CJD, aber das ist ja. Ja, Jan, hast du das schon mal Erfahrung mit dem Konsum von Cannabis gemacht? Ja, also ich habe sogar im Jahr 2017 und 2018 mal bei einer Studie mitgemacht, die nennt sich Cannatix-Studie. Und die ist so aufgebaut, dass eine Hälfte der Teilnehmer. So richtig kreativ. Wir haben einfach beides, was wir testen wollen, zusammengeschmissen. Cannabis und Tix. Willkommen bei der Cannatix-Studie. Da hat sich jemand so richtig Gedanken gemacht über den Namen der Studie. Ist so, Alter. Ein Sprühen bekommt, in dem THC enthalten ist. Also wirklich Cannabis, und die andere Hälfte bekommt hat auch ein Präparat zum Sprühen bekommen, was aber nur ein Placebo-Medikament ist. Das heißt, da war kein Cannabis drin. Ja, typische so Vorgang aus, bei Studien, ne? So gerochen, damit man das testen kann. Und anhand dieser Studie wollte man halt herausfinden. Ja klar, so typischer Vorgang bei Studien. Wirkt das Medikament wirklich oder wirkt es nur, weil die Leute denken, dass es wirkt, ne? Ja. Du weißt ja nicht im Moment, ob du ein Placebo oder das echte bekommst. Deswegen wirkt das nur, weil du denkst, du frisst jetzt, keine Ahnung, eine neue Wunderdroge oder halt wie eher sprühst die THC-Dings, ne? Poplesen. Ja, oder wirkt es wirklich, ne? Mhm. Sehr typisches Vorgehen in der Studie. Dass also THC-haltige Medikamente wirklich hilfreich sind bei Tourette-Syndrom und ähnlichen Tickstörungen. Ich wurde im Jahr 2017 auch für diese Studie zugelassen. Warum hast du dich dafür beworben? Ich hatte ja den Termin in der Tourette-Ambulanz in Hannover, also Medizinische Hochschule Hannover, und da wurde mir vorgeschlagen, mitzumachen, also ob ich Interesse hätte, auch an der Studie teilzunehmen. Also auf jeden Fall, der Studienausweis sieht so aus, und er ist halt dazu da, um zu rechtfertigen, warum man in der Öffentlichkeit Substanzen wie THC bei sich trägt, weil das ja eigentlich nicht erlaubt ist, vor allem halt in diesen Mengen. Es ist im Inneren sogar nochmal auf Englisch erklärt, also wie gesagt, wir scannen das auch mal komplett ein, den habe ich aus der Zeit noch übrig, das war der Ausweis, der für mich gedacht war. Damit durftest du quasi legal Cannabis konsumieren. Ja, genau. In der Öffentlichkeit. Ja, überall. Okay. Theoretisch sogar vor der Polizeiwache. Aber habe ich nicht getan. Ich habe dann auch... Ja, was wollen sie denn machen, wenn du so nachweisen kannst, du hast aus medizinischen... Natürlich kommt es in dem Fall, wie ich erst meinte, was du da wirklich so öffentlich rumstehst, oder wenn du völlig vom Polizeirevier stehst, kommt das natürlich erstmal doof, ne? Man soll es vielleicht auch nicht provozierend machen, aber wenn das wirklich einfach so macht und dann jemand sich anspricht, ja, gucken Sie, ich mache das aus medizinischen Gründen, dann können Sie ja nichts, ne? Also das höchstens nochmal nachprüfen und ja, einen schönen Tag noch. Dann auch in der Studie. Das Präparat wurde mir zugesandt und dann habe ich angefangen, das halt, wie es abgesprochen war, einzunehmen, halt durch das Sprühen, und ich habe das auch schon mal durch das Rauchen ausprobiert, aber es hat bei mir leider in beiden Fällen zu nichts geführt, also meine Tics haben davon nicht nachgelassen, es sind noch ganz andere Probleme hinzugekommen, und zwar starkes Herzrasen, was dann bei mir immer in Panikattacken ausgeartet ist, sogar direkt schon nach einem Zug, also wirklich das Allergeringste. Also dachtest du, du hättest einen Herzinfarkt? Ja, ich habe halt, psychisch bin ich komplett durchgedreht, also ich bin leider so eine Person, die das absolut nicht verträgt, und nach nicht mal einer Woche musste ich die Studie leider auch wieder abbrechen und die Sachen an die Uniklinik Köln, also das war halt damals mein Standort, zurückgeben. Diese Studie für mich selber leider erfolglos abbrechen. Für die meisten anderen Leute, die mitgemacht haben, ist es aber sehr hilfreich gewesen, denn die haben das im Anschluss sogar als Medikament gegen ihre Tics verschrieben bekommen. Was halt richtig traurig ist, weil das ist ja eigentlich so, Cannabis ist ja bis jetzt eigentlich so das natürlichste Mittel, was es so gibt gegen Tourette, oder? Also halt, es ist halt natürlicher als, Neuroleptika, die aus chemischen Substanzen bestehen, ne? Und wenn du was verschrieben bekommst, sind das dann nicht meistens irgendwelche Beruhigungstabletten oder so einfach, nur die dich runterbringen? Es sind halt Neuroleptika, Sachen, die zum Beispiel gegen Depressionen oder Epilepsie gedacht sind. Okay, und die kriegst du dann auch für Tourette, damit du einfach ruhiger wirst? Also das versucht man schon mal, da gibt es eine ganze Reihe an Psychopharmakern oder Neuroleptikern, die versucht werden. Ein paar Namen wählen jetzt. Thiaprid, Risperidon, Sulpirid, Abilify und noch ganz viele andere. Aber nichts davon schlägt richtig an. Nein, es gibt nichts, was das Tourette-Syndrom heilen kann. Es gibt manchmal höchstens eine Linderung, aber nichts, was es heilen kann. Und Cannabis führt bei manchen Leuten, die Tourette haben, tatsächlich dazu, dass sie für einen Zeitraum gar keine Tics haben.
Das war bei mir nicht der Fall. Ich kriege davon Panikattacken. Deswegen ist das für mich leider keine, also absolut richtig keine Alternative. Das hat uns damals richtig aufgeregt, das weiß ich noch. Richtig doof. Ja, und also das Präparat, was man bekommt, das war in meinem Fall dann halt... Ja, immer anders, ne? Jeder Mensch reagiert da anders. Wer weiß, vielleicht finden sie ja irgendwann ein Mittel, was für alle verträglich ist oder was vielleicht sogar komplett heilen oder stoppen kann, ne? Das entwickeln sie ja alles weiter. Ne? Vielleicht finde ich mal irgendwas, womit man das heilen kann oder so. Vielleicht aber auch nicht. Kann man nie wissen. So eine Sprühflasche. In dem Fall ist es jetzt eine CBD-Flasche. CBD ist ja legal zugänglich, also auch legal erhältlich. Das, was ich in der Studie hatte, war THC. Das kann man sich jetzt nicht legal im Internet bestellen. Und man hat das dann halt einfach in den Mund gesprüht. Was ich tatsächlich empfinde, ist, wenn ich etwas mit CBD nehme, dass es durchaus einen beruhigenden Effekt hat. Mhm. Aber das Tourette-Syndrom verschwindet davon natürlich auch nicht. Und, hast du nicht auch mal gesagt, dass dadurch das Hungergefühl bei dir sehr steigt? Ja, tatsächlich so ein bisschen mehr Hunger hatte ich. Und CBD halt... mit THC, das habe ich ja seit 2018, hatte ich damit ja dann nichts mehr zu tun, weil ich genau weiß, wie das bei mir endet. Ja, bei CBD, das bringt halt so ein leichtes, beruhigendes Gefühl, das kann man sich dann hier halt sprühen. Ich habe da in meiner Insta-Story vor wenigen Monaten schon mal drüber berichtet und das gibt es natürlich auch in vielen Varianten. Wird denn allgemein THC, also wenn ich jetzt zum Beispiel Tourette hätte und ich würde jetzt zum Arzt gehen und würde so sagen, ich habe Tourette. Bei Tourette schlägt das Tourette gleich an, ne? Ja, Tourette gesagt. Ich hab Tourette, ist das, kriegt man das einfach verschrieben? Also... Nee, das ist sehr, sehr schwierig, das verschrieben zu bekommen. Mhm. Sehr viele Ärzte sind davon auch nicht angetan. Zudem ist es auch so, dass der Hausarzt das Tourette-Syndrom nicht diagnostizieren kann und darf, es sei denn, er ist ein Neurologe oder ein Psychiater oder natürlich sie, je nachdem. Neurologen, Psychiater und Neuropsychiater sind die einzigen Ärzte, die das Tourette-Syndrom diagnostizieren können und dürfen. Das sind dann halt auch diejenigen, die dann gegebenenfalls Rezepte für Tourette-Patienten oder Patientinnen ausstellen. Und ich weiß nur, dass es bei dir auch damals voll der langwierige Prozess war, bis du mal in diese Richtung überhaupt gekommen bist. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein langwieriger Prozess. Die meisten Krankenversicherungen stellen sich quer, egal ob privat oder gesetzlich, das zu finanzieren, wenn man das verschrieben bekommt. Also müsste es man noch privat tragen. Ja, man kriegt es verschrieben, bekommt es aus der Apotheke, muss es in den meisten Fällen aber selber bezahlen. Krass. Also bis die Krankenversicherung das trägt, ist es bei vielen auch ein Weg, der dann auch schon mal vor Gericht geendet ist, bis die Krankenversicherung das tatsächlich gemacht hat, weil die sich halt weigern, das zu übernehmen. In vielen Fällen. Ich finde das irgendwie voll schlimm, muss man sagen. Da bist du schon glücklich, dass du sowas kriegst, was dir auch hilft. Ne? Und da musst du es auch noch selber tragen. Vor allem, wenn du nicht die Mittel dafür hast, dir das selbst zu bezahlen, ist es ja noch schlimmer, muss man sagen. Genau. Also für viele ist das natürlich nicht unerheblich. Das ist jetzt nicht günstig, das aus der Apotheke zu bekommen. Wie viel bezahlt man da so, weißt du das? Ich kann jetzt keine Summe nennen, aber es sind schon mehrere hundert Euro. Krass. Die man dann, glaube im Monat... Boah, wow, so viel Straßenpreis, ne? Wahrscheinlich in dem Rahmen so viel, wie du bezahlen würdest, wenn du irgendwie dein Gras irgendwo beim Bieler kaufst, ne? Ja klar, wir müssen das ja auch irgendwie anbauen. Zwar auf, die bauen das dann legal an, aber die haben natürlich trotzdem den gleichen Aufwand. Wollen damit auch dann noch wieder was verdienen. Naja. Das ist auch dumm, dass die Krankenkassen sich dann, dass da wirklich was gibt, was deiner Krankheit hilft. Oder auch oft bei Vorsorgeuntersuchungen, die sich da einfach so doof stellen und meinen, nee, das bezahlen wir nicht, ne? Besonders bei Vorsorgeuntersuchungen finde ich das unnötig. Wenn du dann irgendwie so Krebsvorsorge, gibt es doch auch öfters Krankenkassen, die meinen, die bezahlen das nicht, ne? Wenn du einen Krebs hast, die ganze Behandlung, die ganzen tausenden Euro, die bezahlen sie dann. Aber einfach bloß die Vorsorgeuntersuchung, die vielleicht so 50, 100 Euro kostet, wo du vorher frühzeitig das erkennen kannst oder ausschließen kannst, dass du welchen hast, die wird da nicht bezahlt. Ne? Das ergibt halt keinen Sinn. Genauso wie das da. Hast du irgendwo, vielleicht Cannabis hilft dir halt wirklich und dann streiken sie. Ne? Was du gefunden hast, was deine Krankheit unterdrücken kann. Ne? Einfach unnötig. Dass man da vor Gericht gehen muss, ne? Dass dann jemand sagt, aber wie dumm seid ihr eigentlich, dass, ne?
das braucht der krankheitsbedingt, warum zahlt er es nicht? Ne? Mhm. Dass erst ein Richter kommen muss und denen das sagen muss, ihr habt das jetzt zu zahlen. Ne? Das ist schon traurig. Da braucht er auch unterschiedlich viel, je nachdem der, also in Bezug auf die Intensität der Ticks, dann natürlich schon mal sehr stark, wie viel die davon brauchen. Und man dürfte damit dann aber Auto fahren als Direktpass. Das kann ich jetzt so pauschal nicht beantworten. Ich glaube, das müsste ein Verkehrsmediziner eher beantworten. Das war deine Cannabis und sonst dann hast du seitdem auch die Finger davon gelassen. Ja. Okay. Gibt es sonst irgendwas, was du machst, was dir hilft, außer die CBD? Also du nimmst schon CBD, damit sie dich manchmal ein bisschen beruhigt? Ja, also CBD nehme ich ab und dann schon mal so ein bisschen zum Runterkommen. Okay. Das ist auch in Kombination mit Antiepileptika nicht schlimm. In meinem Fall. Das verträgt sich auch gut. Ja. Okay. Ist es denn so, wenn man, du hast jetzt Tourette und Epilepsie, wenn du jetzt quasi Medikamente gegen Tourette kriegen würdest, vertragen die sich dann überhaupt noch mit den Epilepsie-Medikamenten? Es ist häufig genau das Gleiche. Es sind ja beides Neuroleptika. Okay. Ja. Also werden die wahrscheinlich dann einfach noch höher dosiert, oder? Das könnte ich mir vorstellen. Also gegen das Tourette-Syndrom bekomme ich ja nichts. Also ich bin von, was so Tabletten gegen Tourette angeht, bin ich persönlich nicht angetan. Wird man da nicht eher so ein bisschen mundtot gemacht? Na, was heißt mundtot? Also das ist jetzt nicht so die richtige Bezeichnung. Aber ich finde, das kann dann schon mal so eine Emotionslosigkeit hervorrufen. Genau, das war jetzt so die Storytime und nochmal so eine Erklärung zum Thema THC und CBD bei Tourette. Ich hoffe, dass ihr das interessant fandet und danken euch, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und freuen uns auf das nächste Video. Tschüss!